Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Alles oder Nichts 2 von Xatar in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles oder Nichts 2 von Xatar, das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Genre Deutschrap. Die Box zu diesem Album habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute wird es Zeit für die Vinyl. Ja, so sieht das Ganze aus. Wir werden mal die Folie entfernen, um uns das Ganze genauer anzusehen. So, einmal die Folie abmachen. Was direkt mal auffällt, ist, dass das Cover ein anderes ist wie auf dem regulären Album, auf der Album-CD. Denn das Ganze, was wir hier haben, ist etwas komprimierter, also quadratisch im Mittelpunkt und auch mit so einem Rotstich. In der Vergangenheit, also auf dem Album, auf dem regulären Album, war das ja etwas ja, farbenfroher, etwas bunter das Ganze und auch größer. So, hier oben lesen wir einmal Xatar Alles oder Nichts 2. Darunter haben wir einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Und hier haben wir dann den Interpreten, den Baba aller Babas abgebildet. Und viele Hände mit dicken Uhren, die mir scheinbar Feuer reichen wollen zu seiner Zigarre. Hier auf der Seite lesen wir auch wieder Xatar Alles oder Nichts Römisch 2. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks. Warum habe ich jetzt 12 gesagt? Weil hier, wo der Nummerierungsfehler vorliegt, Schwesterherz und Status Quo, wenn man das sehen kann, die sind beide hier mit Nummer 3 bedruckt. Also sollte natürlich hier der Nummer 4 heißen. Und dementsprechend haben wir dann 3, 3, 3 und 4 Tracks, was dann auf 13 gesamt kommt. So, wir haben hier die Infos zu den einzelnen Tracks, also wer war daran beteiligt, wer hat den Beat produziert etc. Hier unten gibt es dann die Credits zum Album, kompakt zusammengefasst. Und hier haben wir dann auch die Credits zum Album und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Hier haben wir alles voll bedruckt mit Alles oder Nichts. Dazwischen dann immer das Logo, dieses hier. Und hier wieder Xatar mit diesem Rotstich und der Zigarre. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Vinyls. Es ist das vierte Album von Xatar und der zweite Teil oder Nachfolger seines legendären Albums Alles oder Nichts. Der erste Teil ist ja schon etwas länger her. So, jetzt haben wir es geschafft, die Vinyls hier rauszulösen. Schauen wir nochmal kurz, jawohl. Wie gedacht ist ja auch noch ein Downloadcode mit dabei, wenn dieser rausgeht. Er steckt auch ziemlich fest. So, jetzt haben wir ihn. Also, wir starten mit Vinyl Nummer 1. Jawohl. So sieht das aus. Wir haben hier die A-Seite und die ist wunderschön in Gelb eingefärbt, die Vinyl. Nicht klassisch in Schwarz gehalten, sondern hier in Gelb. Gefällt mir richtig gut. Ich muss ehrlich sagen, ich finde jetzt Gelb etwas eigenartig. Ich hätte vielleicht so mit Schwarz-Rot oder nur Rot gerechnet, aber Gelb ist jetzt doch etwas überraschend. Aber auf jeden Fall eine knallige Farbe. Auf der Rückseite haben wir dann natürlich die Seite B und diverse Tracks hier aufgelistet in der Mitte. Die wichtigsten Infos zum Album. Diese Vinyl kommt in einer klassischen Papierhülle hier. Schwarz an der Außenseite und weiß innen. Dann haben wir die zweite Vinyl und die ist dann natürlich auch in Gelb gehalten. So. So sieht das dann aus. Seite C und Seite D. Jawohl. Auch diese natürlich in einer Papierhülle. Und zusätzlich zu den beiden Vinyls haben wir dann auch noch einen Album-Download-Code. Den werde ich euch an dieser Stelle jetzt zwar nicht zeigen, aber so sieht dann dieser Zettel aus.
Bedeutet, ihr habt dann hier einen Code drauf und mit diesem Code könnt ihr das Album dann in digitaler Form runterladen. Gefällt mir immer recht gut, wenn man sowas beilegt, denn gerade bei den Vinyls ist es dann eine schöne Sache, wenn man die auch noch digital runterladen kann, da nicht nur auf den Plattenspieler angewiesen ist und da dann digital eben die Alternative hat. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Downloadkarte, dieses kleine Papier mit dem Album Downloadcode. Dann die Vinyl Nummer 1 A und B Seite sowie natürlich die Vinyl 2 mit C und D Seite. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, alles oder nichts, Teil 2 von Xatar. 13 Tracks und 8 Features gibt es hier. Die, wie ich gerade bemerke, die habe ich euch unterschlagen. Wir haben hier unter anderem Features von AZ, Sio, Schwester Eva, Enno, Sami und Nu. Also 8 Features sind hier noch auf diese 13 Tracks verteilt. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition, Alles oder Nichts 2 von Xatar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Xatar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.